Ich gehe so und dann schalte mir mal ein bisschen raus und gehe bei Lisa Kurt. Lisa, wo bist du drin? Hallo Camille, ich bin jetzt auf meinem Lieblingsstand und zwar bei meinem lieben Gibbes. Hallöchen. Moin. So, wir hatten für dich schon einen kleinen Profil gemacht. Ich teste das ganz toll mal ein. Die steht heute noch eine Mistkanone und da sind sich gedacht, für die Milch aus dem Stall zu holen. Ist das richtig so? Ganz genau. So, da guck mal, ob ich das alles verhalten. Das heißt, Kupplung durchstrecken. Oder brauche ich viel Kraft? So. Den Hebel noch nicht, war ja so, ne? Noch vier. Ja. Und dann Kupplung los, kommen lassen. Oh, okay. Was ob nicht, dass der Carlo heute noch rüberrennen. Ich würde zwar nicht dem Côte la Route entsprechen, nehmen wir mal Hand um Steuerrad, mehr schmangen. Heute dürfen wir einen kleinen Ausnahme machen. So, der Gibbes gedeiert mich. Okay, noch weiter, geht aus. Okay, noch immer weiter. Wer hat hier geschwind überrennen? Drehen. Oh, will mal was zwei haben. Hüppla. Okay, hallo, ganz durchstrecken. Ah, ne, noch ein bisschen. Ganz fast drücken. Und dann. Gang raus. Außer raus, ja. Okay. Und dann, die will ich rauf. Du werdet gesehen, meine Puppe ist ein bisschen nass. Aber das ist aber nicht schlimm. So, ja. Noch, was fünf vergisst. Komm mal an den Haus, da versteht ihr das auch ein bisschen besser. Da muss man nicht so bierlen, du hast recht, Tübes. So, voilà. Zieh mal um zu der Maschine und hat elegant irgendwie gehandelt heute. Super, immens ist das gemacht. Immens. Wie gesagt, das ist aus den 60er Jahren erfunden, für die Leute, da habe ich mir einfach zu machen am Stall. Da war auch Mistkanone, für was aber Kanone, für dich, dass wir mal auf die Schöber abgeholt gehen. Ich komme ja immer direkt noch für, da weiß man das für. Da musst du nicht. Voilà. Ich komme nach rüber. Hey, durch die Pedale, wie gesagt, dass die Möcht an den Schöp geschöpft gehen, sozusagen. Und dann, nur, wenn dann abgehofft haben, da an dem großen Arm, der große Rohr, da ist ein Feder dran, dann die nützt sich da gespannt, wenn du den Schöp abhöfst, dann spannt das sich. Und dann ist es just den Klick so mal einfach entsperren. Und dann ist die Hündestwand von der Schöp nur vier geschossen gehen. Und die Möcht auf den Kopf drauf gelöst. Dafür Mistkanone. Vielen Dank, Gibbes, für all die Informationen. Wir kriegen ja gerade an der Regie gesagt, dass wir ein bisschen Gas sollen gehen, weil ich muss auf den nächsten Stand. Wir hatten noch etwas präpariert, wir gucken mal, dann der Mittag zusammen und da kommt schon ein Kalansch. Und wir profitieren aber ein ganz kurz. Wir sind zusammen bei der Minaspun und dafür ein Live-Krise, neues Kollegen da draußen. Und du mal zurück bei dir, Camille. Merci, Lisa. Ja, das war ein Duo, die uns sich gerne das gesagt haben. So.